Hey Leute, in diesem Video geht es um ein paar Tipps in Smallland, die ihr als Anfänger definitiv gebrauchen könnt, vielleicht eventuell sogar als Fortgeschrittener. Und wir starten direkt das Video. Kurz und knackig gibt es heute diese ganzen Tipps. Und zwar werdet ihr, wenn ihr anfangt, erstmal in diesem Startgebiet sein. Wichtig ist, dass ihr erstmal genügend Ressourcen sammelt, denn davon werdet ihr ohne Ende brauchen. Vergesst nicht immer die V-Taste zu drücken, weil so könnt ihr nämlich immer generell einmal sehen, wo sich Ressourcen befinden. Das Gebiet einmal gründlich erforschen, weil es gibt zum Beispiel auch Wege, zum Beispiel wie jetzt hier, wenn man hier einmal vorbeigeht. Und hier sind so eine Menge Ressourcen. Und ihr könnt das Ganze mit F dann einsammeln. Ist dann auf dem Boden, aber wenn ihr direkt F gedrückt haltet, sammelt ihr das Ganze automatisch ein. Das heißt, ihr müsst nicht alles einzeln anklicken. Sammelt wirklich alles erstmal ein, damit ihr euch dementsprechend erstmal ausrüsten könnt und für den ersten Kampf gewappnet seid. Ich habe jetzt fleißig Material gesammelt und ich hoffe ihr auch, denn nämlich bei dem guten Mann hier am Anfang könnt ihr euch nämlich eine Rüstung herstellen. Dadurch schaut ihr einfach mal hier einmal rein. Und zwar gibt es hier zwei verschiedene Rüstungen. Ihr könnt euch einmal hier rechts anschauen, was ihr so habt. Ihr habt drei Kälteschutz jeweils pro Rüstungsteil. Und hier gibt es zwei unterschiedliche Rüstungen. Eine hat relativ viel Kälteschutz, über 9 und einen Schutz. Oder ihr nehmt euch eine mit Bewegungstempo und ein bisschen Schutz. Ich würde aber euch erstmal empfehlen, die mit dem Kälteschutz machen. Denn sobald ein Sturm aufzieht, werdet ihr relativ schnell sehen, dass ihr euch ziemlich schnell kalt werdet und ihr könnt erfrieren. Deswegen rüstet auf jeden Fall die Rüstung sofort aus. Die alte braucht ihr nicht wirklich. Die könnt ihr euch dann auch wegwerfen, Steuerung drücken und die linke Maustaste drücken. Ihr habt am Anfang zwar schon eine Keule. Und der nächste Step, den erkläre ich euch auch sofort. Ihr geht auf Tab, da habt ihr nämlich euer ganzes Inventar. Geht in die Herstellung und macht erstmal ein Holzbeil, einen Hammer und eine Fackel sollte auch nicht schaden. Den Hammer solltet ihr direkt ausrüsten, weil ihr könnt euch direkt erstmal eine Workbench hinbauen, ja? Mit Rechtsklick könnt ihr das Ganze dann einfach machen. Wir können hier nicht bauen, wir gehen einmal ganz kurz schnell zusammen runter, Leute. Der Cut würde sich nicht lohnen. Und wir setzen die einfach einmal hin. Zack. Ist nicht schlimm, wenn ihr die irgendwo hinsetzt. Ihr könnt auf C das Ganze auch direkt wieder abbauen und alle Ressourcen kommen wieder zurück zu euch. Einfach F gedrückt halten und einsammeln. Und zwar auf F nutzen wir das Ganze. Hier könnt ihr nämlich auch eure Ausrüstung dann reparieren. Das zeige ich euch gleich was dazu und gebe euch auch noch einen guten Tipp dazu. Und dann habt ihr hier schon mal ein größeres Inventar, was ihr herstellen könnt. Ihr solltet auf jeden Fall ein paar Verbände für den Anfang machen. Ein Holzschwert, definitiv. Ein Bogen wäre auch nicht verkehrt. Ein paar Pfeile, wie ich das jetzt hier gemacht habe. Und ansonsten war es das auch erstmal. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bevor wir aber in den Kampf gehen, ist nochmal was ganz Wichtiges. Und zwar die Essensanzeige. Sie seht ihr unten links. Wir sind gerade bei 51. Und zwar hat es verschiedene Vorteile, auch voll ernährt zu sein. Und zwar erstmal die Essensauswahl. Ihr könntet auch einfach Johannisbeeren essen, Hillsteak oder hier diese genießbaren Pilze oder Spinneneier. Ich würde euch aber empfehlen, immer gekochte Mahlzeiten zu essen, die ihr dann am Lagerfeuer zubereiten könnt. Zum Beispiel wie diese Pilze hier. Wir machen es einmal voll. Und zwar haben wir hier einmal den Status wohlgenährt. Denn der gibt uns auch regelmäßig wieder ein bisschen Leben. Und ihr solltet einmal hier darauf achten, dass ihr so Sachen, zum Beispiel wie die Johannisbeeren, lieber aufbewahrt, denn daraus könnt ihr nämlich später Alchemietränke machen, Ausdauertränke und Johannisbeeren. Die findet man zwar, man kann sich die Spots markieren, aber ich würde die für Anfang erstmal aufbewahren und lieber halt sowas wie Pilze oder ja, Spinneier könnt ihr auch essen, also diese Insekteneier könnt ihr auch erstmal essen, die werdet ihr nämlich später ohne Ende bekommen. Die gewissen Grundmaterialien könnt ihr ja so normal abbauen, dann gibt es aber zum Beispiel schon, wie die größten Dinger hier, die kann man zum Beispiel noch nicht, da braucht man ein primitives Beil für, das kommt erst nach der Zeit, aber zum Beispiel das Gute hier, zum Beispiel die Roggen, die könnt ihr ganz ohne Probleme schon mit der primitiven Holzaxt einmal abernten. Und da kommen noch ein paar mehr Fasern raus und Saaten, die ihr später weiter zu Saatenöl verarbeiten könnt. Deswegen, wenn ihr auf dem Weg schon sowas findet, ist ganz gut, um Fasern zu sammeln. Weil ihr am Anfang eh sehr viele Fasern braucht, werde ich euch immer empfehlen. Und die Saaten zu sammeln, weil das Saatenöl, das ist auch extrem wichtig. So, und ihr werdet relativ früh schon auf die ersten Gegner treffen, wie hier zum Beispiel die Ameisen. Ich habe jetzt den friedlichen Modus eingeschaltet für dieses Video. Und zwar müsst ihr immer darauf achten, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Gegner habt. Ihr seht oben ein Symbol und zwar seht ihr
ein Schwertsymbol, wenn der jetzt nicht mal weglaufen würde. Das heißt, sie sind anfälliger für Attacken, wenn wir jetzt hier einmal aufs Schwert gehen. Zum Beispiel hier unten wird uns angezeigt. Ich kann es leider mit dem Mauszeiger. Okay, kann ich einmal zeigen. Hier unten Klingenschaden. Und dann seht ihr dieses Symbol da. Das heißt, ihr macht dann mehr Schaden gegen diese Ameisen, als wenn ihr jetzt zum Beispiel den Knüppel nehmen würdet. Deswegen würde ich euch immer empfehlen, damit zu kämpfen. Und was auch noch ein Trick ist, zum Beispiel, ihr nehmt das Verband, wendet dieses Verband an und dann seht ihr links das Symbol, dass ihr geheilt werdet. Und wenn ihr jetzt in den Kampf geht und jetzt, sag ich mal, hier Schaden bekommt, schaut mal das Leben an, es heilt sich trotzdem lang, hat sich trotzdem langsam automatisch geheilt. Andere Verbände halten länger. Ansonsten einfach schön draufknüppeln. Mit einem Rechtsklick könnt ihr einen starken Angriff machen, der ein bisschen länger dauert. Falls mal ein Sturm aufziehen sollte, solltet ihr euch unbedingt einen Unterschlupf suchen oder einen Unterschlupf bauen, wie jetzt zum Beispiel beim Ältesten hier. Ihr seht links das Symbol über meinem Leben, dieses kleine Häuschen, oder auch hier geschützt, heißt hier sind wir geschützt vor dem Sturm. Ich würde aber empfehlen, natürlich, wenn die eigene Base, macht euch eine eigene Base oder ein kleines Lager. Ansonsten überall hier bei den ganzen Leuten, die haben ein kleines Lager. Wenn ihr da steht, seid ihr auf jeden Fall geschützt. Also beim Sturm auf jeden Fall nicht auf offener Fläche rumlaufen, kann sehr gefährlich sein. Was ich euch auf jeden Fall noch empfehlen kann, wenn ihr am Anfang seid, schaut auf jeden Fall direkt hier erstmal, dass ihr hier gerade lang läuft. Denn hier gibt es die ersten wichtigen Materialien. Die Schrauben könnt ihr mitnehmen. Die sind auch in Zukunft noch relativ wichtig. Aber das Allerwichtigste, was wir hier haben, ist der Kronkorken. Denn wenn wir den Kronkorken haben und den Hammer rausholen, dann können wir nämlich demnächst, wenn wir noch Steine haben und deswegen auch die Schrauben, diesen Steinschneider machen. Den braucht ihr einfach, um noch mehr zu craften. Solltet ihr auf jeden Fall nicht übersehen, sammeln. Sonst findet ihr es generell an so Orten, wo so ein bisschen, ja, so ein Fluss ist oder so. Haltet auf jeden Fall da noch Ausschau. Ist für den Anfang schon extrem wichtig. Damit kommen wir auch zum nächsten Ziel, wo wir uns am besten hinbegeben sollten, und zwar zum lieben Caliph, denn dort können wir die Steinrüstung herstellen und auch Steine sammeln, da wir brauchen eine Spitzhacke. Und wie der Zufall möchte, haben wir einen Sturm. Wie ihr am besten zu ihm rüberkommt, baut euch da am besten eine Brücke. Wie das am einfachsten funktioniert, setzt euch erstmal eine Foundation. Die Brücke könnt ihr in Zukunft immer noch ausbauen, wenn ihr möchtet. Wir sammeln noch einmal ganz kurz hier die Fasern, denn die werden wir definitiv brauchen. Wir werden uns jetzt auch einen Schutz begeben, weil wir jetzt direkt im Sturm sind, Leute, ja? Da werden wir jetzt keinen unnötigen Schnitt reinbauen. Ich zeige euch jetzt das Ganze, wie ihr euch am besten verhalten solltet. Also entweder kleine Base bauen oder ihr baut euch jetzt auch hier mit einmal noch eine Foundation. Ihr habt gesehen, das snappt nicht direkt ein. Das Bausystem ist noch ein bisschen schwer, würde ich sagen. Dann holen wir uns einmal die Fackel raus und setzen einmal dran. Zack. Zack. Und 100 Menschen rausholen. Zack. Dann begebt ihr euch schnell zu Caleb am besten, weil, oder Caleb. Und ihr seht schon mein Leben. Es fällt immer weiter runter. Wir können uns auch jetzt schnell eine Base bauen, eine kleine Hütte. Aber da wir eh schon fast hier sind, sollen wir ganz schnell zu einem guten Mann laufen. Und hier sind wir auf jeden Fall geschützt, Leute. Ihr seht unser Leben, 45. Und es steigt ein bisschen und fällt immer wieder. Aber hier sind wir relativ sicher. Wären wir jetzt komplett draußen, dann wären wir verloren, Leute. Aber so können wir schon mal den ersten Sturm ohne Probleme überleben. Außerdem noch ein kleiner Tipp. Ihr könnt die einzelnen Ziele immer anvisieren. Dann werden sie euch oben auf eurem Kompass gezeigt. Außerdem könnt ihr noch, wenn ihr auf der Karte, wenn ihr jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, hier gibt es jetzt Erdbeeren als Beispiel, dann könnt ihr Rechtsklick machen, schreibt Erdbeeren und habt dann auf der Karte das markiert und wisst immer, okay, hier gibt es Erdbeeren. Wollt ihr das Ganze aber wieder entfernen, einfach Rechtsklick, dann ist das Ganze auch wieder weg. Als nächstes würde ich sagen, schließen wir hier direkt an. Ihr könnt nämlich mit Caliph reden und ihr könnt hier durch dieses Hammer-Symbol ihn fragen, ob ihr eine Rüstung für euch anfertigen könnt. Da braucht ihr dann natürlich Stein. Stein bekommt ihr aber nicht einfach so. Ihr könnt nämlich einmal einfach kurz hier eine Bergwand hinzaubern. Das machen wir einmal schnell hier hinten. Und zwar ab hier sollten wir wieder bauen können, ohne Probleme. Zack. Und wenn ihr euch einmal anschaut, für primitives Beil,
Das ist es nicht, aber hier. Die Manibelspitzhacke. Dafür brauchen wir Bulldoggen-Ameisen-Manibel. Und die findet ihr direkt hier. Hier sind Ameisen. Gegen die könnt ihr dann kämpfen. Und da kriegt ihr dann deren Werkzeuge und könnt diese Spitzhacke schaffen und die Steine abbauen. Und dann bei dem Guten die Steinrüstung herstellen. Das mache ich jetzt einmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Außerdem noch als kleinen Tipp, weil wir noch auf die Bulldoggen-Ameisen warten müssen, weil die kommen erst bei Tag raus. Wenn eure Ausrüstung schon ein wenig beschädigt ist, dann könnt ihr auf Reparieren gehen. Und zum Beispiel, weil die noch nicht so stark beschädigt sind, wie ihr seht, steht hier auch Gegenstände, die leicht beschädigt sind. Da werden keine Ressourcen benötigt, ja? Deswegen immer wieder mal eine Werkbank einfach bauen, reparieren. Hier ist es jetzt relativ egal bei der Fackel. Aber ihr könnt nämlich die Werkbank auch immer wieder abbauen. Das heißt, immer genügend Material für eine Werkbank haben, damit ihr die hinsetzen könnt. Weil später gibt es Rüstungen und Waffen, die halt einfach mehr Material verbrauchen. Da lohnt es sich dann schon immer wieder mal eine Werkbank hinzusetzen, einfach um die Rüstung schnell zu reparieren. Und ansonsten, wenn ihr die Nacht nicht abwarten möchtet, weil das dauert jetzt bei mir noch ein Stückchen, nicht allzu lang. Aber ihr könnt euch ansonsten auch eine kleine Base hinsetzen mit einem Bett. Alles schön zumachen. Und dann könnt ihr dort auch schlafen und dann in den nächsten Tag hineinstarten. So Leute, da habe ich mir auch schon die erste neue Rüstung gemacht, die Steinrüstung. Wir vergleichen einmal die Werte. Und zwar, wenn ihr jetzt einmal schaut, ihr habt ja auch einen zusätzlichen Kopf, den ihr sonst nicht hättet, mit 3 Kälteschutz, 1 Schutz, Durchbohrungsgeschwindigkeit. Allerdings seid ihr mit der Rüstung auch etwas langsamer, ja? Aber ihr müsst das so sehen, ihr habt dadurch noch einen Widerstand und mehr Schutz. Allerdings, was ihr beachten müsst, wenn ihr mit der Rüstung das Ganze vergleicht, habt ihr einen geringeren Kälteschutz. Nach der Zeit werden aber auch noch andere Ausrüstungen kommen, die definitiv noch viel besser sind. Das verspreche ich euch. Nur, ihr könnt sonst, wenn ihr auch wollt, zwischen hin und her wechseln. Aber ich würde sagen, mit der Rüstung kommt ihr zuerst mal ganz gut klar. Ansonsten, ein bisschen Material im Inventar haben, könnt ihr euch einen kleinen Unterschlupf bauen mit Feuer. Dann solltet ihr auch kein Problem gegen die Kälte haben. Dann schließen wir auch direkt an den nächsten Tipp an. Und zwar, wo soll man denn überhaupt bauen? Also ihr könntet auch euch irgendwo mal zwischendurch so ein paar kleine Lager bauen, dass ihr sagt, okay, hier gibt es Steine, dann baue ich mir halt hier so ein kleines Lager hin. Allerdings würde ich euch das nicht empfehlen. Ich würde euch als Hauptbase empfehlen, einen Baum zu beanspruchen. Und zwar überall, wo ihr Bäume seht, die hier so Pilze an den Seiten haben. Auch den hier. Den nicht, aber die beiden könntet ihr erklimmen und euch oben eine Base bauen. Ich würde sagen, das zeige ich euch auch einmal ganz kurz. Ich muss aber sagen, ihr müsst am Anfang echt da hochklettern und an den Lianen und so an der Seite hoch. Also es dauert schon eine Weile. Beim anderen Malen, ihr könnt euch dann auch ein Zeppelin und so holen, erkläre ich euch gleich einmal alles. Kaum seid ihr auf dem Baum angekommen, seht ihr hier einen Heißluftballon und einen Zwerg. Ihr solltet zuerst den Zwerg ansprechen und hier auswählen, dass ihr den Baum in Besitz nehmen möchtet. Ihr könnt jetzt noch, wenn ihr mit Freunden zusammenspielt, das Ganze öffentlich machen oder den Baum auch wieder freigeben. Solltet ihr hier schon was gebaut haben, jetzt eine Hütte und so, und ihr sagt, oh, okay, ich möchte doch wahrscheinlich erstmal doch lieber einen Baum hier oder dort, ist ja egal wo. Ihr könnt einfach zum nächsten Baum gehen, den Zwerg ansprechen, den Baum in Besitz nehmen und die ganze Base wird mit rüber teleportiert, weil die Bäume alle identisch oben sind. Die sind eins zu eins gleich. Deswegen macht euch ja keine Sorgen, macht euch keinen Stress. Ich habe es schon öfter ausprobiert. Die Base kommt zu 100% mit. Dann gibt es noch den Zeppelin-Typen hier. Und zwar mit dem könnt ihr einfach reden und sagen: So, bring mich einmal nach unten. Und dann bringt ihr euch nach unten und dasselbe wieder von unten auch nach oben. Dann müsst ihr nicht immer hoch und runter klettern. Und ich würde sagen, das war's auch mit den Tipps-Video. Einen allerletzten Tipp gebe ich euch noch. Für die, die nicht wissen, was sie als nächstes machen sollen: Baut euch erstmal eine Base, sammelt Material. Und der nächste Spot, wo ihr hin solltet, ist Huskadi, denn dort gibt es ein Problem mit einem Boss. Da wird der erste Boss sein, denn hier wird es einen Strand geben mit Feuerstein und Rinde. Da könnt ihr das nächste Material sammeln und eure nächste Rüstung herstellen. Für die, die Orientierung nicht wissen, hier gibt es auch noch eine extra Rüstung, müsst ihr aber nicht unbedingt hin. Wie gesagt, geht erstmal zu Huskadi, dann wisst ihr Bescheid, wo ihr als nächstes hin müsst. In dem Sinne würde ich sagen, schaut gerne auch meine Gameplay-Videos an. Dort könnt ihr alles nochmal detaillierter sehen. Oder auch die Livestreams. Seid ihr auch gerne immer herzlich willkommen. Die sind auch auf dem Kanal, wenn ihr auf den Kanal geht, unter Livestreams. Da könnt ihr auch noch einmal schauen. Ansonsten seht ihr oben links jetzt gleich die Playlist von dem ganzen Gameplay. Ich würde sagen, bewerten und kommentieren nicht vergessen. Und sonst bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.